Ja, servus meine lieben Zuschauer. Ich wünsche euch einen guten Abend. Leider hat das vorher nicht so gut geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe halt ein WLAN angelassen und da war die Live-Übertragung nicht so gut. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich freue mich, heute mal wieder live zu sein auf meiner Seite. Und ich hoffe, ihr habt das Eisbeetway aus Russland genossen. Und das Rennen war eigentlich sehenswert. Also ich fand es ganz gut. Und ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich heute Post gekriegt. Ich habe ja auf meiner Seite geschrieben, dass ich DHL-Post gekriegt habe und. Aber irgendwas ist gekommen und nicht das, was sollte eigentlich. Aber das kommt am Montag hoffentlich noch. Ja, ich habe mir zwar das hier bestellt. Das Weltmeister-Cappy von Martin Smolinski bei Speed Performance. Ich dachte mir, vielleicht komme ich da ein bisschen besser mit rein beim Streamen zu einer Veranstaltung. Nee, Quatsch. Nee, ich habe das Cappy. Ich bin eh so ein kleiner Cappy-Träger. Meine Tochter hat das sofort aufgesetzt. Sie fand das Cappy irgendwie ganz cool. Habe auch ein paar Fotos gemacht, die ich vielleicht im Laufe des Abends mal reinstellen werde. Also die sah schon ganz gut aus mit dem Cappy. Aber ich habe da noch was dabei gekriegt. Habe ich nicht bestellt, aber ich finde das eine sehr, sehr feine Geste von Martin. Und zwar ein schönes Bild von ihm mit einer Widmung, Unterschrift und für Michael. Meine Tochter war ziemlich begeistert von dem Bild. Hat nur das Motorrad gesehen, hat gewusst, aha, Papa ist Fan davon. Hat sie gekriegt, das geschnappt mit dem Cap, ja gesagt, Bild machen, Papa. Da habe ich auch ein paar Bilder von ihr gemacht. Ja, danke sehr, Martin Smolinski. Hat mich sehr gefreut. Das kleine Bild mit der Tafel mit Unterschrift. Und das Cappy sowieso. Ich finde das geil. Und ja, vor Silvester oder nach Silvester werde ich euch die Dame vorstellen. Ich habe ja schon zwei Bilder gepostet, dass die 2019 bei mir dabei sein wird. Und da werde ich sie mal vor die Kamera holen, damit sie ihr mal komplett sieht, wie sie ausschaut, wie sie spricht, wie sie sich gibt. Ich kann nur sagen, sie ist schon professioneller als ich. Also sie hat Erfahrung am Mikro, geschweige denn überhaupt so Reportagen, Berichte zu machen. Und auf die Zusammenarbeit mit ihr freue ich mich ganz, 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 ganz doll. Weil ich werde dann überwiegend nur hinter der Kamera auffindbar sein. Klar, ich werde ab und zu mal durchs Mikro sprechen, aber man wird mich vielleicht ganz kurz sehen, gerade beim Rennen, wenn ich irgendwo streamen darf und irgendwas Fachliches ist oder wo sie sich nicht auskennt, werde ich natürlich einspringen. Sie ist halt für da, Interviews zu führen, eventuell auch Zuschauer mal ein bisschen befragen, wenn ich darf. Und ja klar, man muss das natürlich abklemmen, den Veranstalter. Gell? Man kann ja nicht einfach hingehen und sag mal was dazu. Das geht ja nicht. Ne? Man muss schon sagen, was man vorhat. Und ich glaube, mit ihr habe ich ein ganz gutes losgezogen. Sie ist, glaube ich, auf jeden Fall besser als ich. Weil ich meine, schaut es mir an, ich bin ein alter Mann. Nee, Quatsch, es macht auch ab und zu mal Spaß, hier vor die Kamera vor euch zu treten und ein bisschen was zu erzählen. Manche mögen das. Ich habe schon genug Nachrichten gekriegt, besonders von einem, den Herrn Zwetsch, das B-Gespann-Team aus der Pfalz. Er hat gesagt, er findet es ziemlich cool, was ich mache und vor der Kamera ein bisschen rede, gerade über den Sport und so weiter. Ihm passt es halt. Und ja, ich wünsche euch auf diesem Wege am Montag einen ganz, ganz schönen Abend mit eurer Familie, euren Kindern, euren Liebsten, eurem Partner. Die ganze Verwandtschaft wird wahrscheinlich bei euch kommen oder bei manchen. Und lasst euch reichlich beschenken. Wir werden nur zu dritt oder zu viert sein am Abend. Ich werde meine Tochter reichlich beschenken. Mich habe ich ja schon beschenkt die Tage. Und ich hoffe, dass da das Christkind was Schönes für meine Tochter mitbringt. Also, ich wünsche euch ganz, ganz tolle, schöne, frohe Weihnachten. Und wir hören uns kurz vor Neujahr. Und nach Neujahr werden wir auf jeden Fall, wenn ich das hinkriege, mit ihr sie für euch vorstellen vor der Kamera. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin noch in der Gruppe. Klar, manche Berichte oder so lösen irgendwelche Diskussionen aus, wo man sagen kann, okay, löschen wir oder löschen wir nicht? Schließen wir das Thema oder nicht? Genauso wie mit den SPM-Terminen. Das sind nur vorläufige Termine.
Männers, Mädels, Jungs. Das sind nur Vorläufige. Ist ja wohl klar, dass die MBM-Termine andere schon haben oder auch die SBM, die sind, glaube ich, nach der SBM-Feier oder so, sind es ausgelegt worden. Da wusste schon jeder. Aber da fehlen noch Termine. Da kommen noch welche Termine dazu. Ich habe auch 2, 3 Termine vermisst. Die werden auf jeden Fall noch dabei kommen, weil es kann nicht sein, dass die auf einmal gestrichen worden sind. Also, Mike, du auch. Bleib ruhig. Die Termine kommen noch. Planen kannst du auch im Februar. Ich plane auch erst im Februar meinen Urlaub oder meinen freien Tag, wo ich sagen kann, Freitag brauche ich frei, Sonntag komme ich wieder zurück und Montag gehe ich wieder arbeiten. Ja, ich kann es halt nicht Fulltime-Job hier machen mit den ganzen Streamereien, das geht nicht. Dafür reicht mir das Geld dann nicht. Nee, ich habe schon noch eine normale Arbeit, also das ist jetzt nicht mein Hauptberuf. Und ich mache das einfach just for fun, weil es mir Spaß macht. Und mein Equipment ist auf dem neuesten Stand und es kann losgehen. Also, ich wünsche euch was. Vor Neujahr hören wir uns, sehen wir uns nochmal und dann beginnt das neue Jahr hoffentlich ganz, ganz gut für alle. Nicht nur für mich, sondern für alle. Also, ich wünsche euch was. Pfiat. Und artig bleiben, Christkind oder Weihnachtsmann kommt am Montag, gell? Ciao.